Wenn ihr geht, dann bitte seid leise. Ah, Schweizerdeutsch wäre für mich natürlich eine Option. Und Englisch auch, weil Deutsch, also ihr wisst ja, dass die Schweizer reden nicht wirklich Deutsch. Stimmt gar nicht. Also mein 6 Jahre alter digitaler Native. Okay, es geht hier um Fiber 7. Als ich im Urlaub war in Griechenland, da war ich in einem Konflikt und zwar musste ich jemand erklären, ich musste ihm erklären, warum man nicht YouTube gucken kann. In Griechenland ist das ein bisschen schwierig, aber hier in Hamburg ist es nicht viel besser. Also nebenan im Hotel in der Stadt, da offerieren die einem Free Wireless Zugang mit ein paar Kilobit, aber das ist nicht viel. Wenn du 5 Mac Internet willst, dann musst du eben extra zahlen. Und das ist, wo wir sind eben jetzt, 2015. Also ich möchte kurz was sagen. Ich bin eben verheiratet und ich habe einen Sohn, wie ich gesagt habe. Der war 2019 geboren. Und mit 17 Monaten hat er schon sein iPhone unlocked und niemand hat ihm wirklich gezeigt, wie das geht. Aber also wie ich zur Digitaltechnik kam, das war 1978, als ich eben mit diesen Chips gespielt habe. Wer kennt denn diese Chips hier? Bitte, dann hebt eure Hand. Also später habe ich dann eine Ausbildung gemacht als Telekommunikationselektroniker. Und 1996 habe ich dann angefangen, mich mit Linux auseinanderzusetzen. Mein erstes Linux war SUSE 4.2. Mit Init 7 habe ich 2000 angefangen und später wurde ich dann Präsident von der SwissIX Association. Das war 2009. Und später habe ich mich mit Netzwerkarchitektur beschäftigt bei Z2. Und ich bin natürlich auch ein Politiker für die Sozialdemokraten bei mir in der Schweiz, und aber das ist eher hobbymäßig. Und Fiber 7 ist mein anderes Hobby, wie ihr bereits wisst. Also ich habe natürlich auch in der Internet-Expertengruppe bei den Sozialdemokraten gearbeitet. Und diese Internet-Abhandlung, also unser Paper, was wir vorgestellt haben, das wurde eben diesen Monat verabschiedet, also von der Delegiertenversammlung. Ich weiß nicht, wie ich das auf Englisch sagen soll. Also Buffering ist scheiße. Ja, ich sage euch Leute, dieser Vortrag geht nicht um Peering oder die Deutsche Telekom oder die Internetverbindung, sondern es geht um die Tausenden und Millionen jungen Leute, die YouTube gucken wollen. Und zwar in HD und zwar ohne zu buffern. Also lasst uns mal ganz kurz gucken, warum YouTube und die ganzen anderen Videoanbieter buffern. Ja, es geht um den Mangel von Bandbreite, also wenn es hier um Intercity Wi-Fi geht. Also genau, wenn HD-Video nicht möglich ist. Ja, also bei PCs hat man geht es um CPU-Leistung, ist nicht mehr so ein Problem. Zum Teil geht es einfach um WLAN-Empfangsqualität und zum Teil einfach Oversubscription. Also ein zweites, ja, die Quelle des Video-Streaming kann zu weit weg sein. Also wenn es zum Beispiel in den USA ist, geht das nicht so gut. Deshalb hat man so viele Content-Delivery-Networks, um diese Situation zu verbessern. Was dann gibt es Adaptive Streaming, also es kann Vor- oder Nachteil sein. Also naja, wenn man das halt zum Beispiel abstellt, aber die Verbindung schlecht ist, dann ja, geht es halt nicht mehr. Ja, aber wenn es da eben automatisch umschalten würde auf Standard Definition, dann würde es noch funktionieren.
ja, dann Routing oder Problem mit Algorithmen, ja, wenn irgendwie der Client nicht zum Server passt oder irgendwie eben zum Beispiel das, der falsche CDN-Server auswählt, dann ist es auch langsam. Und ja, auch hier noch zuletzt Oversubscription bei den Zwischenverbindungen. Also gehen wir kurz zurück zu den alten Tagen. Also wenn ihr eure Stiefmutter angerufen habt damals und sie euch 45 Minuten was erzählt, aber du nur Hallo und Tschüss sagst, dann musst du trotzdem den Anruf bezahlen. Und bei YouTube ist das nicht anders. Wenn du auf YouTube klickst, dann spricht YouTube mit dir für Stunden vielleicht und ja, du sagst nur Tschüss am Ende. Also der Breitbandkunde, ja, ist es der, der YouTube anruft oder umgekehrt? Ja, vermutlich ist es in der Regel der Kunde, der YouTube anruft. Aber trotzdem, 95% der Daten gehen vom Server zum Client. Aber der Client ist verantwortlich für den Traffic, weil er den Traffic auslöst. Also wenn wir uns hier das Internet anschauen, ah, es funktioniert hier leider nicht. Ah, der rote Knopf geht nicht. Also wir haben den End-User rechts. Dann haben wir das Provider-Netzwerk. Und der End-User ist nur zum Netzwerk des Providers verbunden. Und auf der linken Seite haben wir die ganzen Inhalte im Internet. Also Medien, Videos, Streaming, Torrents. Aber es gibt immer nur einen Weg bis zum End-User. Das ist da über diese gelb markierten Interconnection-Punkte. Das bedeutet, der Provider hat ein Monopol auf den End-User, solange der bei ihm unter Vertrag ist. Da gibt es keine Alternative. Das gibt natürlich dem Provider eine Machtposition. Andererseits, diese Interconnection-Punkte waren lange Zeit sogenannte Zero Settlements Peering. Das ist im Prinzip ein Grundbaustein des Internets. Also ohne diese Internet Connection Points und ohne Zero Settlement Peerings würde das Internet in seiner heutigen Form nicht bestehen. Also die Breitbandanbieter, üblicherweise die Überbleibsel von Ex-Monopolisten oder Kabelnetzwerkbetreibern, müssen eigentlich diese Interconnection Point Bandbreite bereitstellen. Und wenn zum Beispiel jetzt das nicht abgegradet wird, ist es heute so ein passiv-aggressives Verhalten dieser Anbieter. Also viele Anbieter, zum Beispiel Deutsche Telekom, um einen zu nennen, machen da einfach nichts. Die sitzen das einfach aus. Und die Endnutzer, naja, die leiden dann. Also Buffering ist ein übliches Symptom der Primetime, wenn alle gleichzeitig das Internet nutzen. Also ja, und das heißt, der Provider macht im Prinzip eine gated Community aus, ihren Kunden. Also wie ich vorher schon gesagt habe, eben die Daten fließen vom Videoserver zum Endkunden. Das ist ungefähr 50 Mal so viel Verkehr wie in die andere Richtung. Ja, also ein üblicher Quotient beim Provider ist da 1 zu 5 bis 1 zu 10. Also wir ziehen etwa 10 Mal so viel Traffic zum Endkunden. Und ja, bei diesen Interconnection Points gibt es eine Richtlinie, dass wenn der Quotient, also da wird oversubscribed und wenn man da upgraden will, dann muss man bei einem Quotient von 1 zu 1,5 bis 1 zu 3 sein.
damit die diese, aber kein Content Provider kann diesen Quotient einhalten. Und wenn die das nicht einhalten, dann müssen sie mehr zahlen oder es führt zu Überlastung der Leitung. Große Breitbandanbieter, wie die Ex-Monopolisten, die wollen einfach doppelt bezahlt werden. Und sie haben halt die Möglichkeit, den Markt zu zwingen, dass das Geld zu ihnen fließt. Also eben, einerseits von den Endkunden und auf der anderen Seite von den Content-Anbietern. Das heißt, zweiseitiger Markt. Und ja, und wenn der Anbieter nicht passiert, dann ist, was ihr hier seht, ist dann, was passiert. Aber IP-Interkonnektion wäre günstig. Die Kosten für einen Kunden wären noch ein paar Cent pro Monat. Wenn der Provider da investieren würde, würden die Leute glücklich. Und darüber hinaus, die Content-Providers wären einfach damit umzugehen, zum Beispiel für Cache-Servers oder und so weiter und so weiter. Also bitte sprecht mit unseren Community-Leuten, Amazon, Facebook, Google, Limelight, whatever, Netflix. Die ist ständig für Telekom, ist für Twitch und Set for Tattoo. Dieser Datenandrang, der ist teuer. Ich habe jetzt hier ein Bild gesucht von einem Stau und wollte gucken, wie viel das eigentlich kostet. Und die Welt hat das gezeigt. Staus kosten jeden Haushalt 509 Euro im Jahr. Also meine Annahme war, wenn dieser Datenstau auch etwas kosten, dann kostet es auch Datenstau eigentlich Geld. Aber ich dachte, niemand hat das bisher wirklich untersucht. Also habe ich gedacht, ich mache meine eigene Rechnung, eine so ganze Milchbüchle-Rechnung. Als ich ein Kind war, da ist der Milchmann jeden Morgen gekommen und wir haben dann unsere Bestellung in das Milchbüchle gelegt und der hat dann die Milch in die Box gelegt vor unserem Haus und am Ende des Monats sind wir entlang gegangen und haben unsere Milchbüchle-Rechnung bezahlt. Also das ist meine kurze Berechnung. Also wir haben ungefähr 30 Millionen Breitband-Connections. Ich habe angenommen, dass jeder ungefähr eine Minute warten muss, gesamthaft, während wir zum Beispiel Netflix gucken. Wahrscheinlich ist das viel weniger. Wer denkt, dass eine Minute nicht reicht? Okay, wir nehmen jetzt mal eine Minute für die Berechnung. Ich habe auch angenommen, dass es 5 Euro kostet pro Minute, pro Stunde kostet. Das ist ungefähr ein guter Lohn. Also wenn ihr denkt, 5 Euro ist nicht genug, dann könnt ihr das so übernehmen. Es nennt sich Reservationsmiete. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich habe das so auf Wikipedia nachgeguckt. Und das heißt, das ist für die Zeit. Das berechnet einfach, wie viel wäre der Wert der freien Zeit. Das ist meine Berechnung. Also wenn wir eine Minute warten per Tag, das sind 63. Wenn wir das multiplizieren mit den 5 Euro, dann hätten wir 30 Euro pro Jahr, die wir verloren würden. Das summiert jetzt sich auf mit 30 Millionen Breitband-Subscribers zu 900 Millionen Euro pro Jahr. Das ist der ökonomische Schaden in Deutschland pro Jahr. Und wie wir das hier annehmen können, ein großer Teil vom Buffering kommt wirklich von der nicht guten Verbindung, zum Beispiel während der Abendzeiten, wenn jeder Netflix gucken will. Das ist auch ein Resultat von der restriktiven Politik von den großen Providern.
ihre Möglichkeit, hier noch mehr Geld rauszuziehen von diesem zweiseitigen Marketresultat. Die würden wahrscheinlich ein paar Millionen mehr machen. Ich nehme das so an, dass es ungefähr 10, 20, 30 Millionen extra, die die hier rauszwingen können. Auf der anderen Seite haben wir einen Schaden pro Jahr von 900 Millionen Euro pro Jahr. Das ist ein unglaublich Ungleichgewicht. Meine Konklusion ist, in einem demokratischen Ländern wie in Westeuropa ist der ökonomische Gewinn also von einem ist dieser von einem diesen Firmen, das kann ist nicht tolerierbar. Die nächste Frage ist grundsätzlich folgt eigentlich dem Talk von vorhin von Thomas. Wenn werden diese Regulatoren aufwachen und werden alle Marktpartizipanten dazu zwingen, zu kooperieren, weil die Gesamtheit leidet darunter. Also das ist leider sehr, sehr verbreitet. Ja, die Deutsche Telekom erzählt natürlich, dass es kein Problem ist. Ja, und bei diesen Inter-Exchange-Punkten wird immer wieder diskutiert, ob Peering abgelehnt werden sollte oder also mein Fall jetzt zum Beispiel gegen Swisscom dauert jetzt schon mehrere Jahre an, obwohl eigentlich das in der Regel relativ schnell gelöst werden sollte, diese Auseinandersetzung. Und ja, eigentlich sollten diese Breitbandanbieter für die Interessen ihrer Kunden einstehen. Ja, wie gesagt, also Telekom schafft es zweifach gezahlt werden aufgrund ihrer Marktmacht. Andere Anbieter wie zum Beispiel Telekom Ungarn oder Swisscom in der Schweiz benutzen halt ihre Macht, um ihr einschränkenden Peering-Übereinkommen anderen aufzuzwingen. Also ich zitiere hier Marc Kura, der Chef von Comcom Schweiz. Nur ein fauler Regulator ist ein guter Regulator. Also herzlichen Dank. Dann gehen wir jetzt über zu den Fragen. Okay. Thank you, Freddy. And let's have Thomas back up on stage. And we're going to take questions, please. There's actually more than the mics I said before. There's two right up on the top, and there's three in each aisle. So if you please line up if you have any questions, ask. And please speak into the mic. We need your questions on uptake. And those who are leaving now, do it silently, please. Okay? First question. Wow. Yeah. Over there. I have a question for Thomas. Your talk, did a lot of work. Also eine Frage an Thomas, dass ihr wirklich da viel Arbeit reingestellt. Kannst du ein bisschen über dein Budget sprechen? Ja. Also diese Assoziation ist irgendwie ein Zusammenschluss von 12 NGOs und es gibt irgendwie keinen fixen Haushaltsplan für alle, aber wir haben alle Berichte, wo man nachlesen kann, die sind transparent und ich kann jetzt nicht konkret irgendwie das Budget von anderen Leuten sprechen, aber also ich bin in Österreich in der Media Democracy Foundation und die haben 10.000 Euro zur Verfügung und Netflix hat auch 10.000 Euro und wir benutzen beides für die Entwicklung und eben für die Entwicklung vom Fax, weil der Provider, auf den ich mich beziehe, irgendwie nicht weiter gezahlt hat. Also grundsätzlich ist das Budget ziemlich klein in Europa. Also in den USA gibt es da viel mehr Mittel durch die Lobby. Also genau im Vergleich zu Europa. Europa ist wirklich lächerlich eigentlich, was wir hier haben. Wir haben schon überlegt, ob wir irgendwie ein Tool entwickeln, um Spenden zu sammeln, aber das ist sehr schwierig, weil wir eben auch diese 12 NGOs machen alle was Unterschiedliches. Und wie soll man jetzt das Geld verteilen anteilig? Also wenn du uns unterstützen möchtest, dann spende einfach an die Organisation, die entsprechende
IDRI, Initiative für Netzfreiheit, sind wahrscheinlich die beiden, ja, die ich hervorheben würde. Genau, aber die kriegen normalerweise aus den USA ziemlich viel. Also ich habe ja deine ganze Arbeit gesehen. Habt ihr das wirklich für 20.000 Euro gemacht? Nee, also ich wurde von Adri bezahlt, als ich in Brüssel gearbeitet habe. Aber ja, normalerweise war das meine Freizeit und meine Reisekosten wurden gezahlt und sonst ja, mache ich das in meiner Freizeit. Also ich arbeite für Datenschutz-NGOs und ja. Also wir machen das eigentlich für nichts, Leute. Hallo Thomas, danke für deine Arbeit. Das ist toll. Ich habe eine Frage über ja, die Firmen, die sich da engagieren, also zum Beispiel die Angel Capitals. Wieso kamen die so spät in diese Diskussion? Also wie können wir das in der Zukunft ändern? Ich denke, ja, das sind großartige Verbündete. Ja, also das ist die richtige Frage zu dem Thema. In Europa gibt es einfach kein organisiertes Sprachrohr für diese Start-ups, wenn es jetzt zum digitalen Rechten kommt. Ja, man muss, also normalerweise organisieren die sich über US-Netzwerke, also das ist eben die Verbindung zwischen den Bürgerrechten und der Unternehmensgemeinschaft, die sich in Brüssel organisiert, unter der europäischen Schirmherrschaft, ist wirklich sehr schwach. Also um diese Verbindung irgendwie zu verstärken, das wäre super, wenn man das macht. Aber dazu braucht man eben Business, Kontakte und ich habe da noch nicht so viele. Ja, wir brauchen wirklich mehr Leute, die das diversifizieren und verbreiten. Also wenn wir jetzt irgendwie mit BEREC auch mit den BEREC-Richtlinien mehr arbeiten, da brauchen wir wirklich mehr Stimmen von den Universitäten, mehr Meinungen, auch von den Unternehmen. Ja, weil damit man eben mit den Regulierern zusammenarbeiten kann, um was zu verändern. Und unterschätze nicht den Einfluss der Lobby, die Telekom, die Liberty Globals. Die haben sehr viel Geld und die versuchen natürlich auch, die Politiker zu beeinflussen, so gut wie es geht. Und die machen das sehr gut, also natürlich von ihrem Standpunkt aus. Also die Telekom wird auf jeden Fall einen Haufen Leute haben, die dauerhaft Lobbyarbeit macht für sie. Okay, thank you. Is there a question from the internet? Gibt es da irgendwie noch eine Frage aus dem Internet? Sollen Peering-Provider unterscheiden zwischen VPN-Traffic und öffentlichem Traffic? Und wo ist die Grenze zwischen privatem Netzverkehr und Internetverkehr? Also was soll ich sagen, das ist jetzt eine schwierige Frage. Grundsätzlich, Overcommit nicht übersetzen. Ja, also solange man kein Overcommit macht, gibt es ja keine Bandbreitenknappheit. Also dann sollte es sowieso kein Problem sein. Sein übliches Argument der Großen ist, ja, wir investieren Millionen und Millionen in den Breitbandausbau, aber naja, leider haben sie leider aufgehört, in ihre Backbones zu investieren. Und da müsste man nur einen kleinen Teil in diese Interconnections investieren, um das Ganze ins Lot zu bringen. Weitere Frage. Ich habe eine Frage zu Buffering. Also, größte Teil des Contents im Internet wird über TCP/IP ausgeliefert. Was wäre, wenn man jetzt zum Beispiel auf UDP wechseln würde und das hat weniger Overhead, würde das die Situation ändern? Also nicht wirklich wird es die Situation verändern. Es wird nicht helfen, weil
Also wenn du die Pakete verlierst, dann verlierst du sie. Es ist egal, ob das jetzt UDP oder TCP ist. Ja. Okay, well, that was a short answer. Das ist, war eine kurze Antwort. Hehe. Also als ich hierhin kam dieses Jahr, hatte ich den Eindruck, dass DSL nicht wirklich nur ein Bandbreitenproblem ist, sondern auch die Latenz. Also natürlich, zu Hause habe ich Fiber 7 zu Hause, aber weil, ja, das läuft ja über Glasfaser. Und naja, aber die Latenz ging irgendwie von 60 bis 80 Millisekunden und heute sind es jetzt eher 80 bis 120 Millisekunden Pingzeiten. Wo ist da das Problem? Also die Latenz, die Wartezeit ist direkt verbunden damit, wenn der Provider einfach nicht genug Bandbreite zur Verfügung stellt, dann geht das Ping nach oben. Also eben, das ist eben der Nachteil von PCP. Ja, du kannst es herausfinden, wenn du das traced, zurückverfolgst. Ja, also man kann jetzt natürlich darüber reden, wie man Trace Route irgendwie übersetzt, aber das könnte dir auf jeden Fall helfen. Thank you. Next question from the internet, just in between, and we'll go back. Go ahead. Is Netflix a gated community by itself? Ist Netflix für sich eine gated community? Und bist du sicher, dass ihre Interessen übereinstimmen mit der Net Neutrality Bewegung? Wir sollten unterscheiden zwischen Netflix Inhalten und der Netflix Verbindung. Also der Inhalt, ja, da würde ich sagen, da trifft dann zu. Andernfalls würde ich eher sagen, nicht unbedingt. Also ich rede hier über die dritte Schicht, Netzwerkschicht. Und Netflix sind gute Leute und die helfen eigentlich, dass die Pakete auch alle adäquat übertragen werden. Ich kenne ein paar Leute persönlich von denen. Ja, und die sind definitiv gute Leute. For the European debate, Netflix was one of the good guys in the US and they also supported the Also die Netflix unterstützen natürlich auch die europäische Bewegung. Aber die könnten natürlich auch überleben in beiden Seiten des Marktes, also im kommerziellen Markt. Es wäre natürlich jetzt irgendwie riskant, diese neuen Anti-Netzneutralität-Business-Modelle zu erlauben. Ist riskant. Aber on interconnection, they have their own interests, of course. Also die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, die sie verfolgen. Also Netflix bezahlt auf jeden Fall an die Deutsche Telekom. Andernfalls, sonst wäre niemand von den Telekom-Usern in der Lage, irgendeinen Inhalt von Netflix anzuschauen. Ja, wir haben wenig Zeit, also bitte jetzt die letzten kurz halten. Hast du eine Erklärung für, wie sich die Europäische Kommission verhält? Also, ich denke insbesondere an Günther Oettinger, der wiederholt gesagt hat, es ist total wahnwitzig, dass Netzneutralität irgendwie da drin ist. Und das hat er wieder und wieder gesagt. Also, und es scheint keinen Grund dafür zu geben. Kannst du das erklären, wieso die Kommission sich so verhalten hat? Also wir haben ein YouTube-Video, das sehr passt zu dem Thema Netzneutralität tötet, heißt das. Und was eben dieses Argument vom Oettinger niederschmettert. Also wir vermuten aber, dass die Telekom einfach ein bisschen Profite abgeben muss, wenn es um Roaming geht, und dass sie aber im Endeffekt nur profitieren durch diese neuen Regulationen. Und die Leute wollen ja auch nur einen schnellen Gewinn eben. Ja, also es war eigentlich nur eine Verschiebung für die Telekom-Industrie.
Und Oettinger ist einer, der einfach für die Lobby arbeitet. Short for time. Last question, number one. Letzte Frage. Welche Strategie soll dann ein ISP nutzen, wenn der Backbone überladen ist? Weil, naja, die Kapazität ist ja limitiert. Also, ja, einfach upgraden. Also, ein 10-Gigabit-Port kostet jetzt irgendwie 3.000 Euro, das ist ja nix. Also, einfach upgraden. Okay. Also gut. Herzlichen Dank.